In den Maientagen von Mobiazik, wo unsere Arbeit im Prinzip beginnt. Und ich hätte mir gewünscht, nach der doch positiven Gesprächen mit Herrn Rohrbach, dass er uns dann die Hand ausstreckt, damit wir als Frauenorganisation mit ihren kleinen Ressourcen im Vergleich zum Konstantin-Film, dass wir da andocken können. Das hätte durchaus kooperativer laufen können. Und dass er eine Brücke baut, dass das heute gerade in Hamburg passiert. Also die Brücke zu heute. Das hätte auch besser laufen können. Im Filmheft habe ich jetzt gesehen, das ist neu, relativ neu, ist durchaus ein Zitat von mir drin, ist auf die heutige Situation verwiesen, aber das breite Publikum liest nicht diese Materialien. Daher denke ich, mit dem Film im Abspann, da hätte was dazu rein müssen. Aber ansonsten hoffe ich, dass es eine Chance ist. Ich frage mich allerdings, wer wirklich in diesen Film reingeht. Der Film ist heftigst. Ich weiß nicht, ob ich den einer alten Frau, die das alles auch überstanden hat oder Krieg überstanden hat, das ist eine hohe Gefahr von Retraumatisierung da. Also ich hoffe, dass jüngere Generationen reingehen. In diesem Sinne kann er natürlich als Antikriegsfilm wirken. Ob von der Geschlechterverteilung her, ich wage noch keine Prognose, aber wir werden sehen. Im Zusammenhang mit Anonyma kann man natürlich auch überlegen, wo man es macht. Also ich habe mit Nina Moss vor ein paar Wochen gesprochen und sie ist sehr bereit für Diskussionsrunden, im Unterschied zu den Männern, den Machern des Filmes. Also das kann man natürlich auch irgendwann mal überlegen.